Guten Abend zu Euronews am Abend. Hier unsere Schlagzeilen des Tages. Spanien. Auch wenn die regierenden Sozialisten die Wahlen gewonnen haben, ohne absolute Mehrheit droht eine schwierige Regierungsbildung, die zur Hängepartie werden könnte. Sri Lanka. Nach den islamistischen Anschlägen hat die Regierung ein Vermummungsverbot ausgesprochen. Sprich, muslimischen Frauen ist das Tragen von Gesichtsschleiern untersagt. Aufrüstung. Der Waffenhandel blüht. 1,82 Billionen US-Dollar sind im vergangenen Jahr weltweit für Militärzwecke ausgegeben worden. Spitzbergen ist eines der nördlichsten bewohnten Gebiete der Welt und hat ein Problem mit ständig wachsendem Tourismus. Katerstimmung in Spanien am Tag nach der Wahl. Das neue Parlament ist zersplitterter denn je. Die Regierungsbildung dürfte für die regierenden Sozialisten schwierig werden, nachdem sie die absolute Mehrheit verpasst. Das ist er, der Gewinner der spanischen Parlamentswahl 2019, Pedro Sánchez, Ministerpräsident und Vorsitzender der Sozialistischen Partei. 123 Sitze holte seine PSOE, 28,69% der Stimmen sind das. Soweit das vorläufige Ergebnis aus der Nacht zum Montag. Erstens, die sozialistische Regierung und ich als Ministerpräsident werden die Regierung und der Ministerpräsident aller Spanier sein. Zweitens, ausgehend von unseren linken Ideen, von unseren progressiven Positionen, werden wir unsere Hand allen politischen Parteien anbieten, die die Verfassung respektieren, sodass wir bei der sozialen Gerechtigkeit, der Harmonie und politischen Integrität Fortschritte machen können. Pablo Iglesias, Chef von Podemos, streckte noch am Wahlabend die Hand aus und schlug sich und seine Partei den Sozialisten als Koalitionspartner vor. Podemos erreichte laut dem Ergebnis vom späten Sonntag 35 Sitze. Zum ersten Mal ins spanische Parlament zieht die rechtspopulistische Partei Vox ein und erreicht aus dem Stand eine zweistellige Prozentzahl. Deren Vorsitzender Santiago Abascal verkündete vor seinen Anhängern, man habe jetzt 24 Abgeordnete, die den Stolz der Spanier vertreten werden. Das ist erst der Anfang. Wir haben euch allen gesagt, dass dies der Anfang der Rückeroberung sei. Und das ist das, was wir getan haben. Diese Rückeroberung hat nun eine Stimme im Parlament und wir können ganz Spanien deutlich mitteilen, dass Vox hier ist, um zu bleiben. Verliererin des Abends ist die Partido Popular von Pablo Casado. Lange Gesichter, die geplante Party in Madrid fiel aus. Die Liberalkonservativen verloren mehr als die Hälfte ihrer Sitze im Vergleich zur Wahl im Jahr 2016. Ciudadanos, um ihren Vorsitzenden Albert Rivera, können sich über 57 Sitze im Parlament freuen und schneiden damit deutlich besser ab als noch 2016. Gracias. Auch in der Bevölkerung ist die Stimmung durchwachsen, die Sorge groß vor einer Hängepartie, die vor allem die Wirtschaft herunterzieht. Spanien am Tag nach der Wahl. Die Aufteilung des Parlaments zersplitterter als zuvor. Der Durchbruch für die rechtspopulistische Vox und ein Sieg für die sozialistische Arbeiterpartei PSOE, die aber keine absolute Mehrheit erzielen konnte. Für manche Bürger kam das Ergebnis unverhofft. Eine absolute Überraschung. Wir haben weder das Debakel für die Partido Popular noch für Podemos erwartet. Die Absage der Ciudadanos an die PSOE und die Rivera-No-Sprechchöre vor dem Hauptquartier der Sozialisten lassen wenige Optionen offen, erklärt diese Frau. Die Koalition werden PSOE und Podemos bilden, denn die Wähler der PSOE wollen keine Regierung mit den Ciudadanos und die Ciudadanos haben jegliche Bündnisse mit der PSOE ausgeschlossen. Nach der Angst vor einem massiven Vorstoß der Ultrarechten relativieren heute einige ihren Einfluss. Am Ende haben sie nur 24 Sitze. Sie werden eine Stimme im Abgeordnetenhaus haben, aber es wird nicht so viel. Es gibt unterschiedliche Meinungen und sie müssen respektiert werden, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Die Sozialmaßnahmen, die Ministerpräsident Pedro Sánchez in den 9 Monaten seiner Regierung ergriffen hat, haben viele überzeugt.
Pedro Sánchez hat viele Stimmen eingesackt. Was hat Pedro Sánchez getan? Seine erste Amtshandlung war, die Renten zu erhöhen. Dann brachte er viele Sozialmaßnahmen durch, die die Partido Popular komplett blockiert hatte. Sánchez muss nun eine regierungsfähige Koalition bilden. Jetzt beginnt die Verhandlungsphase. Regierungsbündnisse und Koalitionen werden die spanische Politik für die nächsten Jahre bestimmen. Sánchez hat die Tür für alle Formierungen offen gelassen. Es bleiben also verschiedene Szenarien. Aber am wichtigsten für die Bürger ist, dass die Koalition, wie auch immer sie aussehen wird, Stabilität ins Land bringt. Eine besondere Rolle bei der Regierungsbildung werden die separatistischen Parteien in Katalonien oder im Baskenland spielen. Gerade die Katalanen könnten die Mehrheitsbeschaffer für die Sozialisten werden. Umsonst werden sie dies allerdings nicht tun. Die Spitzen der katalanischen Partei Esquerra Republicana, kurz ERC, hatten gut lachen. Das Linksbündnis, das für eine Unabhängigkeit der Region von Madrid eintritt, ging in Katalonien als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervor. Wir sind nicht ganz zufrieden. Esquerra Republicana wurde nicht gegründet, um zufrieden zu sein. Hiermit beginnt nur eine Legislaturperiode. Dies ist der erste von vielen weiteren Siegen, die noch kommen werden, sagt Gabriel Rufián von Esquerra Republicana. Auf der Suche nach einer tragfähigen Mehrheit zwecks Regierungsbildung könnten die Sozialisten von Pedro Sánchez auch auf die ERC zukommen. Allerdings müsste eine spanische Regierung, an der Separatisten beteiligt sind, deutliche Zugeständnisse in der Katalonienfrage machen. Für das Ergebnis von Esquerra Republicana gibt es mehrere Lesarten, aber insbesondere diese. Zum ersten Mal ist eine Unabhängigkeitspartei bei der Parlamentswahl stärkste Kraft in Katalonien. Das ist ein deutlicher Fingerzeig in Richtung der künftigen spanischen Regierung, die eine Lösung für das katalanische Problem wird finden müssen. Paco Fuentes, Euronews, Barcelona. Aus Angst vor weiblichen Attentätern hat die srilankische Regierung ein Vermummungsverbot erlassen. Direkt nach dem Anschlag hatten einige Hotels verschleierten Frauen den Zutritt verboten. Eine der Selbstmordattentäter war Muslima. Nach den tödlichen Anschlägen auf Sri Lanka hat die Regierung ein Vermummungsverbot erlassen. Es ist am Montag in Kraft getreten. Gesichtsbedeckungen erschwerten die Identifizierung einer Person, so die Behörden. Kleidungsstücke muslimischer Frauen wie Gesichtsschleier, Burka und Niqab wurden nicht ausdrücklich genannt. Gegen sie richtet sich das Verbot aber vermutlich in erster Linie. Wir müssen doch unser Haar bedecken, das ist verpflichtend, erklärt diese junge Muslima. Aber ja, wir können das auch nur mit der Abaya tun. Rund 10% der knapp 21 Millionen Sri Lanker sind Muslime. Bei den teilweise als Selbstmordattentaten verübten Anschlägen wurden am Ostersonntag mehr als 250 Menschen getötet. Auf Zypern hatte kürzlich ein Serienmörder gestanden, 7 Menschen getötet zu haben. Jetzt hat die Polizei während der Ermittlungen zu der Mordserie die 4. Tote gefunden. Auf Zypern hat die Polizei eine weitere Frauenleiche gefunden. Die Überreste wurden in einem Koffer entdeckt, der in einem hochgiftigen Baggersee versenkt worden war. Es ist bereits die 4. Tote, die während den Ermittlungen zu einer Mordserie geborgen wird. Ein 35-jähriger Armeeoffizier hatte gestanden, 5 Frauen und 2 Kinder umgebracht zu haben. Die Opfer stammten aus Nepal, Rumänien und von den Philippinen. Der Täter soll sie auf einer Online-Dating-Plattform kennengelernt haben. 3 Jahre lang blieben die Morde unentdeckt. Dann fanden Touristen die erste Leiche durch Zufall in einer verlassenen Mine. Seitdem wurden noch 3 Frauenkörper geborgen. Taucher versuchten am Montag, 2 weitere Koffer aus dem Baggersee zu holen. Die Polizei geht davon aus, dass sich darin auch Leichen befinden. Die Ermittler befürchten zudem, dass der Mann noch mehr Personen ermordet haben könnte, als bislang zugegeben. Der Polizei wird vorgeworfen, nach dem Verschwinden der Frau nicht gründlich genug ermittelt zu haben. Die Beamten gaben jedoch an, dass ihnen durch restriktive Gesetze Ermittlungen erschwert würden. Dinge wie Telefonaufzeichnungen dürften sie nicht ohne einen bestimmten Gerichtsbeschluss überprüfen. Und auch nur, wenn eine Straftat, die mit mehr als 5 Jahren Gefängnis bestraft werden kann, vermutet wird.
1,82 Billionen US-Dollar sind im vergangenen Jahr weltweit für das Militär ausgegeben worden. Spitzenreiter sind China und die USA. An den Zahlen lässt sich auch nachvollziehen, wo die Spannungen auf diesem Planeten wachsen, zum Beispiel zwischen Indien und Pakistan. Dessen Ausgaben sind innerhalb der letzten 10 Jahre um sagenhafte 73% gestiegen. Weltweit befinden sich die Militärausgaben auf einem Rekordhoch seit dem Kalten Krieg. Das geht aus einem Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Demnach wurden insgesamt 1,82 Billionen Dollar im Jahr 2018 in das Militär investiert. Das ist ein Anstieg von 2,6% im Vergleich zum Vorjahr und der höchste Wert seit 1988. Damals hatte SIPRI erstmals einheitliche globale Vergleichsdaten zur Verfügung. Spitzenreiter bleiben die USA. Mit knapp 649 Milliarden Dollar stellen die Verteidigungsausgaben der Vereinigten Staaten unter Donald Trump mehr als ein Drittel der weltweiten Militärausgaben. Deutschland überholte Japan und liegt nun auf Platz 8. Überraschend könnte zum Beispiel sein, dass ein Land wie Saudi-Arabien, das bei weitem nicht das größte Land der Welt ist, trotzdem die dritthöchsten Militärausgaben der Welt hat. Und da sehen wir potenziell einen signifikanten Einfluss der Waffenindustrie, die versucht, die saudi-arabische Elite davon zu überzeugen, Waffen anzuschaffen und mehr Geld dafür auszugeben. Obwohl die niedrigen Ölpreise dazu geführt haben, dass die Militärausgaben in Saudi-Arabien in den letzten 2 Jahren heruntergefahren wurden. Deutschland hatte im November alle Rüstungsexporte in das Königreich gestoppt, unter anderem, damit keine deutschen Waffen im Jemenkrieg eingesetzt werden. Dort kämpft eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition gegen die schiitischen Houthi-Rebellen. Noch immer müssen Boeings 737 MAX-Flieger am Boden bleiben und angeblich haben Inspektoren der US-Flugaufsicht schon 2018 ein Flugverbot diskutiert. Neben dem Update der Flugstabilisierungssysteme fordert eine amerikanische Berufspilotenvereinigung jetzt zusätzliche Schulungen auf dem Problemflieger. Boeing selbst tue nicht genug. Mitglieder der Pilotenvereinigung APA, die die Kapitäne der US-Fluggesellschaft American Airlines vertritt, fordern zusätzliche Schulungen auf dem Problemflieger Boeing 737 MAX. Sie kritisierten, die von Boeing angebotenen Fortbildungen seien nicht ausreichend. Die Zeitung Wall Street Journal meldete, die US-Flugaufsicht habe bereits im vergangenen Jahr erwogen, die 737 MAX-Maschinen vorübergehend aus dem Verkehr zu ziehen. Boeing habe dem Bericht zufolge eine Warnfunktion außer Kraft gesetzt, ohne vorher die betroffene Fluggesellschaft darüber in Kenntnis gesetzt zu haben. Im März wurde ein weltweites Flugverbot für Maschinen vom Typ Boeing 737 MAX verhängt. Flugzeuge dieser Bauart waren im Oktober 2018 in Indonesien sowie vor gut 7 Wochen in Äthiopien abgestürzt. Ein Stück lebende Geschichte tritt ab. Der japanische Kaiser Akihito räumt morgen den Chrysanthementhron. Er ist der erste Kaiser seit 200 Jahren, der abdankt. Eigentlich undenkbar, denn Gottheiten können nicht zurücktreten. Der kaiserliche Palast im Tokioter Stadtteil Shioda. Am Samstag hat hier und in ganz Japan die Goldene Woche begonnen. Eine ungewöhnlich lange Serie von Feiertagen, geschützt durch besonders hohe Sicherheitsstandards. Anlass ist der Wechsel auf dem Chrysanthementhron. Kaiser Akihito, der Tenno, wird am Dienstag zugunsten seines fast 60-jährigen Sohnes Naruhito abdanken. In den vergangenen 200 Jahren ein einmaliger Vorgang. Für gewöhnlich regieren Japans Kaiser bis zum eigenen Tod. Nachfolger Naruhito wird dann am 1. Mai, einen Tag später, inthronisiert. Gesundheitliche Gründe haben seinen 85-jährigen Vater zu dem Schritt bewegt. Das hat zuvor das mächtige kaiserliche Hofamt mitgeteilt. Akihito hatte nach dem Ableben seines eigenen Vaters im Jahr 1989 den Thron bestiegen, an der Seite seiner bürgerlich geborenen Frau Michiko. Damit endet Akihitos mit Heisei, Frieden schaffen, umschriebene Regentschaft. Spitzbergen, die Inselgruppe, die zu Norwegen gehört, ist wohl nicht das attraktivste Ziel für Touristen, möchte man meinen. Doch der Tourismus boomt hier im hohen Norden, trotz oder gerade wegen der Kälte.
Mit mehr als 72.000 Gästen hat das Archipel im vergangenen Jahr einen Rekord aufgestellt. Schneemobil fahren, seltene Tiere sehen, das ist toll für Touristen, bringt aber auch Probleme. Der Eisbär, der im vergangenen Jahr den Eisbärenwächter eines Kreuzfahrtschiffs angegriffen hatte und danach erschossen wurde, die geführte Tour, bei der mehrere Schneemobile durchs Eis brachen und ein Mensch sein Leben verlor. Wir waren eine kleine Gruppe von Kumpels, fasst der Tourismusmanager die Lage vor dem Touristenboom zusammen. Jeder habe gewusst, was der andere macht. Das sei jetzt anders. Ähnlich äußert sich die Arbeitsministerin, es müssten strengere Regeln her, die Cowboys in der Branche müssten weg. Spitzbergen dürfe nicht den unseriösen Mitspielern überlassen werden. Das war's für heute. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und bis morgen dann.